Die Vergangenheit verfolgt ihn auf Schritt und Tritt. Luis Pérez wurde während der Militärdiktatur gefoltert und saß 7 Jahre im Gefängnis. Kommandant Zurita war dafür mitverantwortlich, sagt der 80-Jährige, denn der Pilot kämpfte auf der Seite Francos gegen Demokraten wie ihn selbst. Meine Mutter wurde von der Franco-Polizei verfolgt und umgebracht. Ich musste ins Gefängnis, weil ich für Freiheit und Demokratie gekämpft habe. Immer noch diese Straßennamen hier zu sehen, das ist wirklich eine Beleidigung und Verachtung für die Opfer des Franquismus. Die meisten Anwohner der Kommandante-Zurita-Straße sehen das anders. Ein neuer Straßenname, das bedeutet Adresswechsel und Behördengänge. Die Ladenbesitzer klagen besonders laut, denn sie müssten ja neue Visitenkarten und Prospekte anschaffen. Viele Leute nennen uns die Konditorei in der Straße Zurita. So kennt man uns, deshalb könnte es uns schaden. Vielleicht finden sie uns nicht mehr. Außerdem halten wir von der Änderung nichts. General Millán Astray war ein knallharter Faschist und Gründer der spanischen Fremdenlegion. Für viele ist er ein Verbrecher, der brutal gegen Andersdenkende vorging. Doch nicht für alle. Guillermo Rocafort organisiert den Widerstand gegen die Umbenennung der Astray-Straße. Mit Armbändern belohnt er diejenigen, die sich für den General stark machen. Das Vaterland sei in Gefahr, sagt der promovierte Jurist. Für ihn geht es nicht nur um Straßennamen, sondern um viel mehr. Wenn er fällt, also die Straße Millán Astray, was wird dann mit uns geschehen? Wir Patrioten sind völlig in die Ecke gedrängt. Wenn wir uns nicht an unseren Vorbildern in der Geschichte festhalten können, dann bleibt nur noch Schutt und Asche für die nächsten Generationen. Der einäugige Putschgeneral wird in rechten Kreisen auch heute noch verehrt. Das faschistische Gedankengut lebt in vielen Köpfen weiter. Umso wichtiger sei die Auseinandersetzung mit der Geschichte. Wir wollen keine Wunden aufreißen, aber unsere eigene Wunde ist immer noch offen. Niemand hat sie geheilt. Es gibt keine Anerkennung für diejenigen, die die Freiheit und die Republik verteidigt haben. Deshalb kämpfen wir dafür, dass der Staat eine Kommission zur Wahrheitsfindung einsetzt, was in allen Ländern mit Bürgerkriegskonflikten geschehen ist, außer in Kambodscha und in Spanien. Das liegt vor allem am Widerstand der regierenden Partido Popular. Kein Wunder, denn die konservative Partei wurde von einem früheren Minister Francos gegründet. Der Franquismus wurde bis heute in Spanien nicht verurteilt. Es gibt immer noch die Francisco Franco Stiftung, die staatliche Subventionen bekommt. In anderen europäischen Ländern gibt es keine Stiftung zu Ehren eines Diktators, die weiterhin unterstützt wird. Nur in Spanien. Denn die Mentalität der Regierungspartei während der letzten Jahrzehnte ist es, die Geschichte nicht aufzuarbeiten. Seit langem fordern die Opfer des Franquismus einen Politikwechsel. Und Luis Pérez hofft, dass die Straßen Madrids bald echten Vorbildern gewidmet werden.